Herzlich willkommen zum Let's Play von Out of Ammo, einem VR-Spiel für HTC Vive. Und das ist von Dean Hall, dem DayZ-Macher, David. Und wir haben ihn schon ein wenig verkabelt. Und er ist bereit loszulegen, David. Genau, es kann also schon quasi jetzt direkt losgehen. Wir starten auch direkt mit Freeplay. Ja, das Ganze ist ein bisschen so wie Tower Defense, kostet aktuell 14,95 bei Steam und ist eine Early Access Version, also noch nicht fertig. Genau, also es gibt regelmäßig neue Updates, die veröffentlicht werden und das Spiel immer wieder erweitern. So, in der aktuellen Version stehen uns 4 Maps zur Auswahl und wie man sieht, sehe ich jetzt quasi diese Map, die ich verteidigen muss. In der Vogelperspektive. In der Vogelperspektive, das ist wirklich ziemlich cool. Also das schaut auch wirklich cool aus. Also ich sehe auch hier im Hintergrund viele Details. Hat so eine Cell-Shading-Minecraft-Optik im Prinzip. Auch die Soldaten sehen sehr Minecraft-ähnlich aus. Ja, David zeigt es jetzt mal. Ich kann mich mal hinbücken und den Charakteren hier direkt ins Auge schauen. Der Boden besteht irgendwie aus einem Polygon, habe ich so den Eindruck. Der Boden ist ein Polygon, ja, oder maximal 2. Aber hat schon so ein bisschen was von Minecraft auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Figuren, das definitiv. Okay, du musst jetzt die Einheiten auswählen und genau, also das Ziel ist dir überlegen, wo du welche Einheiten einsetzt. Genau, richtig. Also das Ziel ist jetzt, diese Basis hier zu verteidigen. Dafür stehen mir diverse Gebäude zur Verfügung, wie zum Beispiel hier diese Sandsack-Barrikade im Prinzip. Und da kommt auch schon direkt jemand hingelaufen und errichtet die jetzt. So, dann wähle ich eine weitere Barrikade aus und platziere die mal hier hinten. Man weiß nicht, woher die Gegner kommen später. Genau, jetzt. Das kann von überall sein. Man deswegen, sieht, dass die jetzt gerade von hier hinten kommen. Deswegen muss er gucken, dass er die Basis auf jeden Fall von allen Seiten verteidigen kann. Jetzt sehen wir den Ego-Modus. Genau, ich habe jetzt mal fix in den Ego-Modus gewechselt, weil hier schon die ersten Gegner angerannt kommen und mich hier beschießen. Da steht noch einer. Und das ist wirklich schon ganz cool gemacht. Also man sieht hier meine Waffe. Das ist ja im Prinzip so ein fetter Klotz. Was ich besonders cool finde, ist, dass man das Magazin sehr intuitiv wechseln kann. Also das heißt, sobald ich keine Munition mehr habe, nehme ich den linken Controller und ziehe das Magazin heraus. Und aus meiner Hosentasche kommt dann direkt das Neue. Das ist echt cool, ja. Das ist sehr cool gemacht. So, jetzt kommt der Heli, bringt neue Einheiten, genau, die du jetzt verteilen kannst. So, mit Tastendruck wechsle ich jetzt wieder in die Vogelperspektive und kann jetzt quasi wieder neue Gebäude bauen, die der Helikopter gerade gebracht hat. Da gibt es wieder so eine Sandsackbarriere, die stelle ich mal da hin. Und damit die Sandsackbarriere natürlich auch irgendwie einen Sinn ergibt, drücke ich mal drauf und weise jetzt hier einem Soldaten zu, dass er da hingehen soll und das verteidigen muss. Richtig, also was steht zur Verfügung? Maschinengewehr? Maschinengewehr, Sniper. Die Sniper, die eignet sich natürlich für diesen Turm hier am besten, den platzieren wir am besten mal hier. Und von links kommen wieder welche? Da kommen wieder welche. Und damit die hier nicht alle sterben, wähle ich mal einen aus. Und der ist jetzt direkt wieder tot. Ja, also es geht schnell. Das geht schnell, also hier muss man wirklich taktisch geschickt vorgehen. Und man muss auch schnell sein, weil die kommen in einem ordentlichen Abstand. Gerade bei dem Sniper musst du natürlich nach jedem Schuss nachladen. Und das muss man auch manuell machen? Das musst du auch manuell machen, genau. Das musst du wieder den linken Controller nehmen, den Trigger reindrücken und dann hier nach einfach ziehen und nachladen. Ich habe da gerade so eine coole Uhr gesehen. Zeig die doch mal. Ja, das ist die Uhr, wie viel Munition ich noch habe. Ich habe jetzt quasi mit diesem Sniper-Gewehr noch 25 Schuss. Danach ist es rum. Danach ist es rum, ja. Sieht aber schon anstrengend aus auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall anstrengend, weil man muss sich hier wirklich konzentrieren, damit man hier so wenig Fehler wie möglich macht. Weil die Wellen, die kommen auch permanent hier angerannt im Prinzip. Der Vorteil ist aber, man braucht nicht so viel Platz wie bei anderen HTC Vive Spielen, weil man sich hier nicht frei bewegen kann. Genau, also du kannst dich nicht frei bewegen. Du kannst dich natürlich in diesem abgesteckten Raum in deinem Wohnzimmer bewegen. Aber das war es im Prinzip schon. Brauchst du im Prinzip auch nicht. Das heißt, wenn du deinen Überblick von oben hast, erkennst du eigentlich alles nur durch Kopfbewegungen. Das ist ziemlich cool gemacht.
Stichwort Spielmodi, was gibt's denn jetzt alles, was man machen kann? Also es gibt 4 Maps, wie ich schon erwähnt hatte, und diesen Freeplay-Modus. Das heißt, dass du auf 4 unterschiedlichen Karten halt deine Basis verteidigen musst und ja, du musst im Prinzip die Wellen abhalten. Und solange du überlebst, solange geht das Spiel. Genau. Also sobald die Gegner meine Basis zerstört haben, ist die Runde vorbei. Oh, jetzt habe ich Munition verloren. Die hebe ich mal auf und stecke die mal wieder rein. Das ist cool gemacht. Wir werden immer wieder gefragt und auch im Livestream, den wir zum Spiel gemacht haben, wie viel denn jetzt die HTC Vive nochmal kostet. Das haben wir zwar auf unseren Webseiten schon ein paar Mal erklärt. Wir wollen es aber an der Stelle nochmal sagen, David. Kostet rund 900 Euro. Richtig? Genau, die kostet rund 900 Euro. Das Spiel, wie gesagt, aktuell 15 Euro. Und man braucht natürlich auch einen guten PC, was man nicht unterschätzen sollte. Also ja, ab einer GTX 970 ist es empfohlen. Natürlich ist es besser, wenn man eine 980 oder 980 Ti oder die entsprechenden AMD-Pendants hat. Aber ein potenter Gaming-Rechner ist auf jeden Fall wichtig. Und wer das nicht hat, der wird dann auch keinen Spaß mit VR haben. Das stimmt. So, jetzt ist die Runde ist zu Ende. Die Runde ist zu Ende. Ich habe jetzt verloren. Eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Vielleicht eine andere Map? Schneemap oder so? Ja, mal gucken, was es hier noch so gibt. Es gibt noch eine Map, die, die ist im Dunkeln im Prinzip. Die schaut ziemlich cool aus. Wollen wir die mal nehmen? Wenn man es gut erkennen kann, ja. Ansonsten würde ich empfehlen, irgendwas Helles. Vielleicht die Stadtmap oder so? Nehmen wir die Stadtmap. Ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Also man sieht jetzt hier ganzen Hochhäuser, da steigt Rauch Skyline auf. Sozusagen. Die Skyline. Ziemlich cool. Okay, Hauptquartier sieht man. Genau, das ist mein Hauptquartier. Du hast jetzt hier wieder die Soldaten und teilst sie zu. Fängt man immer mit den Sandsäcken an oder du kannst fängst du auch immer, gleich immer mit den Sandsäcken an. Du kannst natürlich auch anfangen mit den Türmen, je nachdem, was halt zur Verfügung steht. Aber meistens steht am Anfang halt so eine Sandsackwehre zur Verfügung. Was wir jetzt hier auf dem Screen nicht sehen können, ist, hast du irgendwie Ressourcen, dass du nur so und so viel Anzahl an Gebäuden bauen kannst oder kosten dich die irgendwas? Also ich kann natürlich die Gebäude bauen, die mir hier platziert werden. Und sobald ein neuer Helikopter kommt, bekomme ich neue Gebäude im Prinzip. Okay. So. Hier stellen wir doch jetzt mal einen Raketenwerfer hin. Das ist cool. Kannst du auch in den in die Ego-Perspektive vom Raketenwerfer? Das wäre doch ja, mal interessant. Ja, das kann ich. Und zwar zack. Oh ja. Aber der ist schon direkt wieder tot. Also man stirbt hier wirklich relativ schnell. Man muss wirklich sich hier ranhalten. Bleibt auch nicht viel Zeit. Also zack. Der war gut. Der Schuss war hervorragend. Wie lädt man hier nach? Hier musst du natürlich auch wieder in deine Hosentasche greifen und einfach die Rakete da vorne dran stecken. Hat ja auch jeder in der Hosentasche diverse Raketenwerfer. Ja. Aber die hat natürlich einen guten Durchschlag. Das ist ein Noob-Tuber. Oh, da ist irgendwo ein Sniper, da oben. Mal gucken, ob ich ihn erwische. Ach. Jetzt hat er mich vorher abgeschossen. Kurz vorm Abschuss abgeknallt. Hier, was machst du? Mach mit. Ja, wenn du denen die Befehle nicht gibst, dann machen sie ja auch nichts, ne? Also man muss schon schnell sein. Man muss schon wirklich schnell sein. Also manchmal reagieren die auch im Kampf, aber ich frage mich halt, warum die manchmal einfach da sind. Jetzt wird das Hauptquartier angegriffen. Jetzt wird es angegriffen. Jetzt ist es halt wieder vorbei. Also es geht wirklich relativ schnell. Man muss hier wirklich Geduld mitbringen und taktisch vorgehen. Also genau. Gar nicht so einfach. Das soll uns aber mal reichen als Ersteindruck vom Spiel. Wie hat es dir gefallen? Wie findest du es? Gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich muss sagen, eines der ersten Spiele, wofür ich mir wirklich HTC mal zulegen würde, um das mal länger zu spielen. Und das könnte natürlich in der finalen Version schon ziemlich cool werden. Also ein Spiel mit Gameplay. Ja, wir fassen nochmal zusammen. 15 Euro auf Steam. HTC Vive ungefähr 900 Euro. Platz im Zimmer vorausgesetzt und einen guten Gaming-Rechner. Dann steht dem VR-Vergnügen sozusagen nichts mehr im Wege. So, jetzt läuft deine Zeit hier ab. 17, 16, 15? Ja, das läuft runter. Genau. Schnell, schnell. Okay, soweit zu Out of Ammo. Auf Steam gibt es weitere Infos und natürlich auch auf unseren Webseiten.